ab, meine lieben Freunde, ich bin's mal wieder, euer Curry, und in diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr einen Pop-Up Armor Stand bauen könnt. Also viel Spaß mit dem Video! Als allererstes braucht ihr eine Grundfläche von 2x4 Blöcken. Außerdem muss dieser Graben 5 Blöcke tief sein. So, dann begeben wir uns mal daran, dieses Konstrukt zu bauen. So, zuallererst geht ihr hier von der Fläche hier, baut ihr hier erstmal dieses eine Feld ab und setzt dann hier den Sticky Piston rein. Und hier neben den Sticky Piston macht ihr hier diese 2 Blöcke weg. Dann setzt ihr hier einen Slime-Block drauf, setzt hier Redstone, hier einen normalen Stein und hier auch noch einen normalen Stein, setzt hier Redstone drauf und hier Redstone. Hier kommt dann ein Repeater, der auf Stufe 2 ist. Und dann müsst ihr hier jetzt einen Ofen hinsetzen, der unterbricht die Redstone-Spur, und hier einen Ofen hinsetzen. So, als nächstes bauen wir dann hier einen Block an und setzen auf den Block eine Redstone-Torch und setzen hier auch eine Redstone-Torch drauf. Dann brauchen wir hier über der Fackel einen Block und hier über dieser Fackel auch. Hier setzen wir in die Mitte einen Block und dann wird hier in dieser Richtung ein Repeater drauf gesetzt, auch wieder auf Stufe 2. So, als nächstes brauchen wir nochmal den Sticky Piston, und zwar setzen wir ihn auf diese und diese Höhe. Also das heißt, hier gleiche Höhe mit diesem Block und naja, dann halt eben direkt darunter. Und jetzt müssen wir hier an diesen Block, also an den unteren Sticky Piston, einen Sticky Piston so dran setzen, der sich dann ausfährt. So, und hier oben kommt dann ein Block drauf und das hier, wo, also auf dem Block, auf dem ich jetzt gerade stehe, das ist dann der Block, wo dann später der Armor Stand rauskommt. Ich setze also jetzt hier noch einen Block hin, damit der Armor Stand nicht in die Wand reingedrückt wird. Dann platziere ich hier einen Armor Stand drauf und das war's dann eigentlich auch schon. Und jetzt überprüfen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Dafür bauen wir uns hier nach unten, damit wir hier an den Ofen einen Knopf dran setzen können. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Und das sieht doch gut aus. Der Armor Stand verschwindet hinter dem Block, also unter dem Block, und wenn wir nochmal drauf drücken, wird er herausgeschossen und dann ist er wieder oben. Ja, das ist eigentlich schon das ganze Konstrukt. Jetzt kann man das hier alles noch schön umkleiden. Und ja, wenn ihr jetzt allerdings das Ganze so bauen wollt, wie ich das hier gemacht habe, also mit 4 Armor Stands, dann zeige ich euch auch noch, wie das geht. Und zwar müsst ihr einfach hier von diesem Block aus hier, wo der Armor Stand draufsteht, 4 Blöcke weitergehen, also hier 1, 2, 3, 4 und setzt hier dann einen Block hin. Hier wird dann halt eben der zentrale Punkt gemacht. Und dann müsst ihr hier wieder weitergehen, 1, 2, 3, 4. Und hier, das ist dann der Block, wo später der Armor Stand draufstehen wird. Das heißt, wir bauen hier das ab und hier müssen wir uns halt eben merken, da kommt der Armor Stand später hin. So, und wir bauen uns jetzt 5 Blöcke nach unten, also 1, 2, 3, 4, 5. Und das machen wir hier auch wieder. So wie bei allen anderen Sachen auch. So, jetzt müssen wir nur darauf gucken, dass hier, da, diesen Block entfernen wir hier. Denn hier kommt wieder der Sticky Piston hin. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Das heißt, hier wieder Redstone hin, hier wieder ein Slime-Block drauf, hier ein normaler Block, hier ein normaler Block. Hier wieder ein Redstone-Repeater auf Stufe 2, hier wieder Redstone, hier wieder Redstone, dann hier ein Ofen, so, hier ein Block, dann hier eine Redstone-Torch drauf, hier auch eine Redstone-Torch drauf, hier ein Block, hier ein Block, hier ein Block, hier ein Repeater, der so rum zeigt, auch auf Stufe 2, und ja, dann funktioniert das Ganze, naja, auch wieder so wie gerade eben schon, so. Dann hier und dann bauen wir uns hier wieder runter bis hin zum Ofen, setzen wieder einen Armor Stand drauf und schauen, ich habe einen Block vergessen, hier setzen wir noch einen Block hin und dann schauen wir, ob das Ganze wieder funktioniert. So, jetzt gucken wir mal und sieht doch gut aus. Ja, und das Ganze müssen wir jetzt also noch 2-mal machen. Ich werde das Ganze jetzt in den Zeitraffer setzen und ja, dann sehen wir uns gleich wieder.
So, wenn wir dann jetzt bei diesem Punkt angelangt sind, dass wir schon alle vier Armor Stands jetzt aufgebaut haben, können wir uns dabei machen, diese ganzen zu verkabeln miteinander mit dem Knopf, der in der Mitte ist. Dafür machen wir es so, hier bauen wir hier ein Loch rein, dann setzen wir hier ein Loch rein, dann setzen wir hier ein Loch rein und hier ein Loch. Also immer hier vom Armor Stand hier immer eins hoch und eins nach links, hier eins hoch und eins nach links. Das machen wir bei allen. So, und jetzt müssen wir hier dieses ganze Feld hier abbauen und zwar bis runter hin zu diesem Punkt, also bis hier, bis auf diese Höhe müssen wir jetzt dieses Viereck hier ganz aushöhlen. So, wenn wir das Ganze jetzt ausgehöhlt haben, dann müssen wir bei jedem einzelnen dieser Armor Stands hier noch diese ganze Reihe entfernen, also hier die neben dem Redstone, Redstone-Punkt hier liegt, damit wir an den Schalter rankommen. Das müssen wir auch noch bei jedem machen, denn wir müssen nämlich jetzt gleich die Knöpfe, also die ganzen Knöpfe hier wegmachen und dafür hier einen Repeater platzieren, denn das Ganze muss ja auch verkabelt werden. So, wenn wir das dann gemacht haben, dann müssen wir uns daran machen, hier diese vier Blöcke bei jedem dieser Armor Stands zu entfernen. Also hier, damit man hier eine Redstone-Leitung legen kann zu den ganzen Repeatern. Wenn wir dann hier angelangt sind, müssen wir hier uns bei diesem oberen Block zwei Blöcke nach unten bauen, entfernen dann hier diesen Block, setzen hier dann einen Redstone-Punkt hin. Und hier setzen wir dann einen Repeater hin, der in diese Richtung zeigt. Dann gehen wir von diesem Repeater aus einen Block nach unten und einen Block nach oben. Hier setzen wir Redstone hin und hier unten kommt dann nochmal ein Repeater in diese Richtung. So, und jetzt müssen wir uns daran machen, das Ganze zu verkabeln. Und zwar gehen wir dann von jedem einzelnen Repeater hier, also von jedem einzelnen Repeater der Armor Stands, hier zu diesem Repeater hin. Das heißt, hier setze ich dann eine Redstone-Spur hier hin und wir müssen gucken, dass hier diese Redstone-Spur sich nicht verbindet. Aus dem Grund setzen wir hier einfach einen Block hin und dann geht es hier weiter mit dieser Redstone-Spur. Die verbindet sich dann hiermit und diese Redstone-Spur verbindet sich dann hiermit. So, jetzt haben wir alle Redstone-Spuren verkabelt und wenn das Ganze jetzt funktioniert, also wenn das Ganze jetzt richtig verkabelt wurde, dann dürften jetzt alle Armor-Stands verschwinden. Und es hat natürlich funktioniert. So, das war jetzt eigentlich auch schon das ganze Tutorial. Ihr könnt es jetzt noch so verkleiden, wie ich es gemacht habe. Also hier mit den, ganzen Zeug, also mit Diamantblöcken, Goldblöcken und so, damit das Ganze so aussieht, als wäre jeder Armor Stand in seinem Element von der Rüstung her. Und ja, das war es dann eigentlich schon mit dem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt, dann lasst doch ein kostenloses Abo da. Ich bin dann mal wieder raus. Also haut rein und bis die Tage.